Enzo, super. Ich schicke dir gleich mal meine Sneaker auch mit dazu. So, bitteschön, sind die Entdeckungen meiner Kollegin Andrea Ringelstädter. Sie hat nämlich Köstlichkeiten für sie gesucht, für den Kopf, den Magen und die Seele in Steglitz-Zehlendorf. Und sie startet direkt neben dem Schlossparktheater. Das Gutshaus Steglitz, auch bekannt als Wrangelschlösschen. Frei nach Shakespeare, Schloss oder nicht Schloss, das ist hier die Frage. Tatsächlich ist es kein Schloss, aber weil Steglitz früher ein Dorf war, sah es für die Bewohner ebenso aus und wurde im Volksmund deshalb Wrangelschlösschen genannt. Im Rokokosaal kann man feiern und standesamtlich heiraten. Aber vor allem wird dieser Ort für Ausstellungen genutzt. Aktuell mit einer des zeitgenössischen Künstlers Neo Rauch, inspiriert von Salvador Dalí. Kuratorin Brigitte Hausmann ist vor allem von der ganz eigenen Kraft und Note beeindruckt. Fast etwas Furchteinflößendes oder zumindest Beängstigendes. Und was eben sehr typisch ist, ist diese Rätselhaftigkeit. Dieses Bild zeigt beispielsweise den Künstler mit seinen Eltern, die sehr jung bei einem Zugunglück starben. Dieses Ereignis hat Neo Rauch sehr stark geprägt, obwohl er damals erst einen Monat alt war, als die Eltern eben verunglückten. Und er wuchs dann bei den Großeltern in Aschersleben auf. Bilder voller realer, aber auch fiktiver Geschichten. Ein Besuch der Ausstellung ist täglich zwischen 10 und 18 Uhr möglich. Eintritt frei. Von hier aus geht es in die Lorenzstraße. Einfach der Nase folgen, denn es riecht nach frischen Waffeln. Der Geruch kommt aus dem Café Fräulein Juli, betrieben von Julia Krawelitzki. Eigentlich gelernte Medienmanagerin, hat sie sich vor 5 Jahren diesen Traum erfüllt. Erst war sie mit dem Foodtruck unterwegs. Inzwischen ist ihr Café im Steglitzer Ortsteil Lichterfelde ein echter Kiez-Treffpunkt. Sie sind Stammkunde der ersten Stunde. Warum? Ich finde das einfach gut, dass hier so gute Produkte hier in der Gegend sind. Handwerk, Manufaktur ist einfach genial. Man trifft immer jemanden, mit dem man quatschen kann. Und es ist sehr, sehr freundlich und mein zweites Wohnzimmer. Spezialisiert ist das Café auf handgefertigte Torten und Tarts, auch vegan, aber vor allem auf Waffeln. Ab 3,60 Euro die Portion. Für mich ist das auch bei Oma in der Küche. Ne, da saß ich dann als Kind auf der Arbeitsplatte und durfte den Teig naschen. Und ich glaube, dieses Gefühl verbinden ganz viele Leute damit. So Kindheit und frei sein und unbeschwert und schön einfach. Das heißt, das sind die Rezepte eigentlich von Oma? Die süßen Waffeln, ja. Denn bei Fräulein Juli gibt es auch herzhafte Waffeln. Beispielsweise mit Oliven oder Schinken. Das Café ist täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr und wird frisch beliefert. Aus der etwa 2 Kilometer entfernten Konditorei Heaven's Cake. Himmlisch ist der Kuchen wirklich, der hier im Görzwerk hergestellt wird und mit Liebe zum Detail gebacken. Eine Phrase, aber keine Lehre. Die Streusel sind ganz, ganz dick, das ist wichtig, oder? Ist super, super, super wichtig. Das kenne ich von früher so. Und ich persönlich mag es auch am liebsten, weil oft hat man die Streusel so krümelig klein und dann hat man ja gar nichts im Mund. Und da beißt man rauf, das ist richtig karamellig. Da kann man nicht widerstehen. Mit diesem wirklich unwiderstehlichen Geruch in der Nase geht es eine Etage tiefer, sozusagen vom Cake zum Cookie. So heißt eine kleine Firma, die vor 5 Jahren im Görzwerk ihre Produktion aufgenommen hat. Andi Romanowski und Safe Rudi stellen Cocktails in der Flasche her. Cocktails im Glas gibt es viele. Was ist bei euch anders? Wir haben Eiswürfel drin und wir haben frische Früchte drin und das Ganze eingefroren. Und so können wir quasi frische Cocktails ohne Chemie, ohne Farbstoffe, ohne Zusätze überall anbieten. Wie das geht? In der von Ihnen selbst entworfenen Produktionshalle wird zuerst unter hohem Druck gepresstes Eis in die Flaschen gepackt, bevor dann Alkohol, Säfte und frische Zutaten zugegeben werden. Und weil so beim Einfüllen die Hälfte des Inhalts bereits gefroren ist, platzt auch die Flasche nicht, wenn sie im Tiefkühler landet. Wie kriegt ihr den jetzt schnell trinkbar? Ja, es gibt ja 2 Varianten. Mhm. Einmal warmes Wasserbad für 3 Minuten für den Endverbraucher oder man nimmt die tiefgefrorene Flasche in den Toaster, stellt ihn rein, den haben wir extra dafür entwickelt und gebaut und 30 Sekunden ist es trinkfertig. Nur noch schütteln und ready to drink.
schmeckt wie frisch gemixt. Aktuell gibt es 7 Sorten, von fruchtig bis herb. Die werden deutschlandweit in Bars angeboten, aber auch auf der Cookie-Online-Seite oder in großen Supermärkten. Ein eiskaltes Vergnügen. So soll es sein. Ein super Tagesabschluss.